Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Photostar TV, das Magazin aus dem Studio mit der Retro-Tapete. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir haben einige Themen heute, die hoffentlich interessant für euch sind. Photostar TV wird hoffentlich einmal im Monat erscheinen und zwar auf dem Kanal Photostar TV. Wer hätte das gedacht? Wenn ihr also YouTuber seid und bis jetzt meinen Kanal Mr. Art4U abonniert habt und ihr zukünftig neben den gewohnten Tutorials auch Photostar TV, das Magazin, sehen wollt, dann empfehle ich euch natürlich ein entsprechendes Abo dieses neuen Kanals. Alle, die das Magazin nicht so interessant finden, brauchen nichts weiter zu unternehmen. Unter meinem Hauptkanal Mr. Art4U findet ihr natürlich auch immer wieder neue Tutorials, wie ihr das aus der Vergangenheit gewohnt seid. Ja, Photostar TV beschäftigt sich natürlich mit Themen rund um die Fotografie. Hier stelle ich euch Software vor, gebe Internet-Tipps, Bücher mag ich euch gerne vorstellen. Ein paar Apps fürs iPad sicherlich werden dabei sein, wenn sie einen Bezug zur Fotografie haben. Und Produktempfehlungen oder aber auch, nennen wir es mal, Zitronen, das heißt also Sachen, die ich euch nicht empfehlen kann, werde ich euch hier ehrlich vorstellen. So, und die erste Produktvorstellung, die möchte ich auch gerade tun oder möchte ich euch jetzt gerade ans Herz legen. Es geht um ein Gadget, was mit Blitzen, mit Kompaktblitzen zu tun hat. Und da bin ich ein bisschen, muss ich sagen, anfällig gewesen für Werbung, ja, das passiert mir relativ selten, aber das, was ich euch jetzt vorstellen will, habe ich als Werbeanzeige zum allerersten Mal in einer amerikanischen Fotozeitschrift gesehen und habe gedacht, hey, ein Striplight für einen Kompaktblitz, also für einen Kameraaufsteckblitz, das ist eine super Sache, das würde mir gefallen. Ja, bin ich also auf den Shop im Internet gegangen, das ist kein Geheimnis, das Ding heißt www.saberstrip.com und habe mir gedacht, naja, schaust du mal. Und dann bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, denn $135 wurden aufgerufen für dieses Gerät oder dieses Zubehörteil. $135 plus $15 Versand nach Europa. Da wären wir dann bei $150 und dann kommt nochmal der Zoll mit 19% obendrauf. Und habe ich mir gedacht, na, das ist ein bisschen teuer, die ganze Geschichte lässt du bleiben. Aber im Hinterkopf habe ich immer gedacht, hey, ich will haben, das Saberstrip ließ mich nicht mehr los. Und dann gucke ich in Facebook und ein mir bekannter Fotograf hat mir geschrieben, hey Arthur, Saberstrip, heute, nur heute für 50% vom normalen Preis zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist der Moment, auf den du gewartet hast, schlag zu, kauf dir das Ding. Und dann habe ich es mir gekauft und nach geschätzten 2 Monaten Wartezeit ist dann das Teil auch tatsächlich bei mir angekommen. Ich habe es aufgemacht und habe das hier vorgefunden. So. Das sieht auf den ersten Blick so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eine Röhre, von der anderen Seite noch einmal das Markenlogo da drauf. Ja, vorne eine Diffusionsfläche, hier unten kommt der Kompaktblitz rein und hat man im Prinzip ein Striplight. Denkste. So, zunächst einmal hatte ich etwas viel Wertigeres erwartet für das viele Geld, denn im Prinzip, wenn ich mir das hier anschaue, dann ist es eine Pappröhre. Ich wiederhole, eine Pappröhre. Das heißt, ich habe für eine Röhre aus Pappe mit einer Diffusionsfolie ziemlich viel Geld bezahlt. Und war zunächst einmal ein bisschen enttäuscht. Denn wie gesagt, ich habe mir gedacht, das Ding ist ein bisschen wertiger.
seltsamerweise war auch überall im Internet auf amerikanischen Foren immer nur hochgelobtes Saberstrip, aber dass das Ding jetzt aus Pappe ist, das hat irgendwie niemand für erwähnenswert gehalten. Naja gut, es ist trotzdem ziemlich stabil, es ist, ja, wenn man es sagen kann, eine gute Pappe. Der Diffusionsstoff hier vorne, der war auch ein bisschen enttäuschend. Ich hatte einfach einen festen Kunststoff erwartet und kein Gewebe. Ja. Egal, funktioniert, bei Softboxen haben wir im Prinzip auch keinen Kunststoff, sondern auch ein Gewebe, warum nicht? Aber dann ging's los. Hier unten haben wir das entsprechende Loch für den Kompaktblitz. Und das muss ich euch jetzt mal ein bisschen genauer präsentieren, wie man diesen Kompaktblitz in den Saberstrip bekommt. Oder eben nicht. So, hier haben wir jetzt das entsprechende Gerät. Ich blende euch das ein. Ja, das ist der Sockel im Prinzip. Darauf montiert ist jetzt ein Adapter, hier könnt ihr ihn sehen, auf den ich den Blitz stecken kann. Dieser Adapter ist nicht im Lieferumfang vorhanden, das heißt, den muss ich jetzt zusätzlich kaufen. So, auf diesen Adapter kommt der entsprechende Blitz. Dazu habe ich hier einmal einen Canon SB580 genommen, und damit es nicht heißt, ja haha, Canon ist halt nicht so toll, habe ich auch noch einen Nikon Blitz genommen, um halt mal ein SB800, um einfach mal zu zeigen, ja, das Ganze funktioniert mit beiden Blitzen nicht. Wunderbar. So, zunächst einmal, dieser Adapter, den ich hier habe, den habe ich Gott sei Dank noch in einem Schrank gefunden. Den benutze ich normalerweise nicht mehr, aber ich habe ihn gehabt. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich das Saberstrip von vornherein nicht nutzen können. So, nachdem jetzt dieser Adapter montiert ist, kann ich den Blitz drauf stecken und den löse ich dann aus mit einem Funkauslöser außerhalb der Röhre. Damit das Ganze funktioniert, muss der Empfänger, also dieser Funkauslöser, mit einem Kabel mit dem Blitz verbunden sein. Dazu hat sowohl der Canon als auch der Nikon Blitz eine sogenannte Synchronbuchse, wo ich entsprechende Kabel anschließen kann. Beim Canon Blitz findet man den unten an der Seite. Beim Nikon ist er ebenfalls an der Seite angebracht. Von daher denke ich mal, werden sich die Entwickler irgendwas dabei gedacht haben, warum das an der Seite ist. Und genau das wird uns jetzt zum Verhängnis werden. So, das heißt, ich schließe jetzt mal den Canon Blitz an. Synchronkabel. So, das dauert hier ein bisschen. So, jetzt nehmen wir den Blitz und stecken ihn auf. So, kaum macht man es richtig rum, funktioniert es auch. So. Jetzt ist der Blitz drauf. Das Ganze funktioniert. Und ich führe das Kabel hier durch eine dafür vorgesehene Öffnung, damit ich später dann den Blitz verbinden kann mit meinem Drahtauslöser. Soweit, so gut. Jetzt kommt's. Als allernächstes, also als nächsten Schritt, muss ich dann natürlich hingehen und muss Folgendes tun, nämlich die Röhre auf den Adapter tun. Auf den Deckel tun. Und was passiert? Kuckuck! Das Ding passt nicht. Es bleibt, also hier sind Millimeter, an denen es scheitert. Ja. So. Dasselbe beim Nikon Blitz. Auch da funktioniert es nicht. Diese kleine Buchse hier verhindert, dass ich mein Saberstrip
out of the box benutzen kann. Entweder ich bastel jetzt irgendeinen Schlitz in das Zebra-Strip, was ich nicht will, oder aber ich kaufe mir einen Blindschuhadapter, der ebenfalls über eine Synchronbuchse verfügt, sodass ich das Kabel nicht hier anschließen muss, sondern unten direkt am Blindschuhadapter. Dadurch wird das schmal und dann funktioniert die Sache. Also ich weiß nicht, ob man da die Röhre nicht einfach etwas breiter hätte machen können, zumal ich ja dann auch trotzdem den gleichen Schlitz, also die gleiche Breite für den Lichtauslass hätte nehmen können. So, nachdem ich jetzt das doch irgendwie hingekriegt habe, ist es einsatzbereit. Nachteil wiederum, ich kann meinen Blitz von außen nicht mehr erreichen. Das heißt also, wenn ich den mal ausschalten will, weil ich vielleicht eine Pause mache, Batterie sparen will und so weiter, ja, oder die Einstellung am Blitz selber verändern will, dann funktioniert das Ganze auch wiederum nur, wenn ich hier wieder Deckel aufmache, komplett abziehe und dann die Einstellung vornehme. Ja, liebe Leute von Zebra-Strip, das hättet ihr ein bisschen besser lösen können. So, wenn dann alles tatsächlich montiert ist, dann funktioniert es auch, wie es soll. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt mal ausgeblitzt. Und ja, von daher würde ich sagen, von 5 möglichen Bewertungspunkten, sogenannte Arthur Points, von 5 Arthur Points vergibt der Arthur heute 2. $135 kostet das Ding, 40 ist es wert. Wir bleiben beim Thema des heutigen Photostar TV Schwerpunktes Blitzen und Blitzlichtfotografie und machen weiter mit etwas Erfreulichem, nämlich einer Buchvorstellung. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das Canon Speedlight Handbuch, geschrieben von Syl Arena aus dem Edison Wesley Verlag. Vergleicht man das Buch mit den mitgelieferten Benutzerhandbüchern, fällt einem auf Anhieb auf, dass das Buch von Herrn Arena um einiges dicker ist. Lässt Canon jetzt so viel Informationen weg? Nein, das vorliegende Buch ist entgegen seines Titels kein Handbuch im eigentlichen Sinne, und also im Sinne einer Gebrauchsanweisung, sondern ein umfassender Ratgeber für alle, die ihren Systemblitz kreativ nutzen wollen. Zu Beginn erfahren wir einige grundsätzliche Dinge über das Licht und den Unterschied der menschlichen Wahrnehmung desselbigen im Vergleich mit der Wahrnehmung der Kamera. Es werden ISO, Verschlusszeit und Blende erklärt, und auch die Schärfentiefe kommt nicht zu kurz. Anschließend geht es auch schon ans Eingemachte. Messen, Weißabgleich, Belichtungsmessung für Blitzfotografie, Farbtemperatur und vieles mehr werden angesprochen und auf leicht verständliche Weise erklärt. Syl Arena hat nicht den locker flockigen Schreibstil eines Scott Kelby, der schätzungsweise, ich weiß es nicht, ein neues Buch in der Woche schreibt, schafft es aber meistens, den Leser wichtige Informationen und wertvolle Tipps an die Hand zu geben, ohne dabei irgendwie schulmeisterlich zu klingen oder gar zu langweilen. Nach dem allgemeinen Teil, der im Übrigen nicht nur für Canon-User interessant sein dürfte, kommt der Autor nun zum Kapitel 6 und hier ins tatsächliche Speedlight-Geschehen. Es werden die Grundlagen der Bedienung der einzelnen Speedlights noch einmal vorgestellt. Insbesondere werden hier 3 Modelle herausgenommen, herausgegriffen. Es ist der 580EX2, 430EX2 und der 270EX. Diese werden also nochmals im Einzelnen erklärt. Im nächsten Kapitel wird die Steuerung der Speedlights explizit erklärt.
Leistungssteuerung, Zoom, Schwenken und Neigen. All das wird geduldig und umfassend näher gebracht. Nachdem man dann mit den Basics vertraut ist, wird einem das manuelle Blitzen näher gebracht und auch beigebracht. Sill, der Autor, ist ein Verfechter des entfesselnden Blitzens. Und so wundert es nicht, dass er den Blitz von der Kamera trennt und die Vorzüge dieser Technik im Buch besonders vertieft. In Kapitel 10 und 11 wird genau dieses entfesselnde Blitzen genau beleuchtet und bis in die kleinsten Hinterecken und Winkel erklärt. Wer bis dahin immer den Blitz auf der Kamera gelassen hat, dem wird es hier eine neue Freiheit gegeben oder dem wird hier eine neue Freiheit vorgestellt und die neuen Freiheiten und die fantastischen Ergebnisse, die man damit erzielen kann, wenn man den Blitz nur richtig nutzt. Besonders gefallen hat mir, wie der Autor zeigt, dass man seine Canon-Blitze durchaus sinnvoll mit Blitzen anderer Hersteller kombinieren kann. Wer wie ich im Laufe seiner Fotokarriere ein riesiges Arsenal unterschiedlicher Blitze und Hersteller und Fabrikate angesammelt hat, erhält wertvolle Tipps zur Zweitverwendung. Natürlich kann man auch preiswerte, gebrauchte Aufsteckblitze im Internet erstehen und mit den Canons sinnvoll kombinieren. So erhält man mit kleinem Budget brauchbare, studioähnliche Blitzstimmung. Des Weiteren werden im Buch Lichtformer, Reflektoren, Softboxen und so weiter beschrieben und vorgestellt. Auch um ganz praktische Dinge, die andere Autoren oft vergessen, wie beispielsweise die Befestigung der entfesselten Blitzgeräte, kümmert sich Sill Arena. Er widmet dieser Problematik sogar ein eigenes Kapitel. Nachdem das Buch bis hierhin wirklich alle Unklarheiten beseitigt hat, geht es endlich in die fotografische Praxis und somit in die Umsetzung des bisher Gelernten. Es werden viele verschiedene Lichtsettings und Lichtvorschläge für Porträtfotografie, Fashion und so weiter gezeigt. Sowohl mit einem als auch mit mehreren Blitzgeräten wird hier umgegangen. Auch Farbfiltereffekte durch Farbfolien werden vorgestellt. Besonders interessant fand ich das Kapitel über die Highspeed-Synchronisation und die fantastischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Nun weiß jeder Anfänger, dass es leicht ist, Licht irgendwo hinzuschmeißen. Viel schwieriger ist es aber, das Licht zu reduzieren. Und auch hierfür finden wir ein entsprechendes Kapitel. Salopp, wie blende ich die Sonne ab? Neben weiteren Tipps zum Blitzeinsatz auf Veranstaltungen und mehr widmet sich Arena noch einer weiteren Spezialität von ihm, das sogenannte Gangblitzen. Das ist das Blitzen mit 10 oder mehr Speedlights gleichzeitig. Hier würde ich sagen, das ist das einzige Kapitel im ganzen Buch, das vielleicht angesichts der Zielgruppe weit über das Ziel hinausgeschossen ist, denn seien wir ehrlich, welcher Fotoamateur kann sich ein solches Arsenal an Blitzgeräten eigentlich leisten? Nichtsdestotrotz ist das Kapitel wahnsinnig interessant und vielleicht ergibt sich ja beispielsweise für Fotoclubs ein interessantes Gangprojekt mit Gangblitzen. Fazit: Hier lernt der geneigte Leser nicht nur, wie man die Nacht zum Tage macht, sondern viel, viel mehr. Studio-Setups mittels Stroboskopfunktion sind nur die Spitze des Eisbergs. Nahezu jedes Zubehör, von der Filterfolie bis hin zur Softbox, wird vorgestellt und die Einsatzmöglichkeiten dieses Zubehörs besprochen und erklärt. Auf 375 Seiten wird kaum etwas ausgelassen, was das Blitzen mit dem Canon-System erst richtig schön macht und zu interessanten und kreativen Fotos führt. Tja, Freunde, dieses Buch ist eine uneingeschränkte Arthur-Art-Empfehlung. Arthur vergibt 5 von 5 möglichen Arthur-Points. 39,80 kostet das Buch und 39,80 ist es wert. Ja, Freunde, das war's für heute. Fotostar TV mit einem Schwerpunktthema, das Thema Blitzen und Blitzlichtfotografie. Denkt daran, wenn ihr Fotostar TV weiterhin sehen wollt, abonniert den neuen Kanal auf YouTube. Fotostar TV heißt er. Und ja,
Hinterlasst mir eure Kommentare. Freut euch mit mir an dem neuen Kanal. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat. Und ein wichtiger Aufruf, ihr habt es vielleicht hier unten gesehen, ihr könnt mitmachen bei Photostar TV, das wird noch ein bisschen ausgebaut. Im Moment könnt ihr mich anrufen, ich habe mir eine extra Nummer nur für Photostar TV freischalten lassen. Schreibt mir, ruft mich an, wenn ihr Fragen habt zu fotografischen Themen. Ich beantworte euch gerne, sprecht mir auf die Mailbox. Und vielleicht hören wir euren Beitrag dann schon in der nächsten Ausgabe von Photostar TV. So, bis dahin, schaut noch auf die Linktipps im Abspann. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann, euer Arthur.